Seid gegrüßt, liebe Leute. Der YouTuber Marcellus Wallace erhebt schwere Vorwürfe gegen Tobias Huch. Aber erstmal langsam. Schauen wir uns doch mal an, was überhaupt passiert ist und wie Marcellus Wallace Vorwurf lautet. Marcellus Wallace schreibt, der gute Tobias Huch hat mir soeben einen dritten Strike verpasst. Tobias Huch hat also aktiv dazu beigetragen, diesen Account zu löschen. Ich werde mich zwar dagegen wehren, heißt aber nicht, dass ich diesen Account wiederbekomme. Dieser Account wird also definitiv erstmal in 7 Tagen offline gehen, weil das Verfahren länger dauern wird. Wer informiert bleiben will, AsFresserTV hier auf YouTube folgen. Wer mit Kritik nicht umgehen kann, muss eben Leute löschen lassen. Aber wer Ahmad will ihn striken oder löschen, dann heult er herum. Wir sehen uns. Das ist doch erstmal ein sehr schwerer Vorwurf. Inwieweit der stimmt, das werde ich Marcellus Wallace vielleicht auch bald selbst fragen oder wie es dazu gekommen ist. Ich habe ihn schon zu einem Talk eingeladen, also das ist doch sehr, sehr bedenklich, wenn das stimmen sollte. Also wie gesagt, schwerer Vorwurf. Hoffen wir, dass er seinen Kanal bald wiederbekommt. Also das wäre ja schon eine krasse Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn hier jemand mehrfach gestrikt werden würde. Wer den Kanal nicht kennt, Marcellus Wallace hier auf YouTube, wird wohl bald verschwinden, der Account, wenn zumindest das stimmt, was er gerade geschrieben hat. Aber er hat es schon geschrieben, er ist noch auf einem anderen Account aktiv. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Der Account heißt TV. Also das scheint sein Zweitkanal zu sein, wo er die Leute hinlocken will, wenn wenn halt auf YouTube, wenn halt sein Erstkanal gesperrt wurde. Aber Marcellus Wallace hat noch einen anderen Account, nämlich auf Odyssey. Da heißt er weiterhin Marcellus Wallace. Ihr seht es hier eingeblendet. Und dort könnt ihr ihm auch folgen. Das heißt, wenn er auf YouTube gelöscht werden sollte, dann werden seine Videos immer noch auf Odyssey verfügbar sein. Odyssey ist eine Plattform, die nicht so schnell sperrt wie YouTube. Und dementsprechend könnt ihr ihn auch dort besuchen. Also wie gesagt, ich werde bald einen Talk mit Marcellus Wallace haben, wo er uns, also wahrscheinlich, hoffentlich, wenn er zusagt, habe bisher noch keine Antwort bekommen. Und dann kann er, glaube ich, offener über diese Zensur reden, die da passiert, also die da laut seinen eigenen Angaben passiert sein soll. Und das wäre schon sehr, sehr bedenklich, wenn hier Kanäle unter dem Deckmantel des Copyright-Rechts weggesperrt werden, weil sie sich kritisch äußern. Also, und wenn ihr ein Statement von Tobias Huch dazu haben solltet, also wenn sich Tobias Huch öffentlich dazu äußern sollte, ich meine, das sind ja doch sehr schwere Vorwürfe, kann ja auch sein, dass die nicht stimmen, wie gesagt, kann ja auch sein, dass Tobias Huch das anders sieht, dann schickt mir das auch gerne, darauf wäre ich auch sehr gespannt. Denn zu solchen Vorwürfen, wenn die von einem anderen Streamer kommen, das sollte man sich, glaube ich, schon zu äußern. Also ist jedenfalls meine Einschätzung dazu. Also in diesem Sinne würde ich sagen, schaut gerne bei Marcellus Wallace auf Odyssey vorbei, wenn ihr seine künftigen Videos nicht verpassen wollt. Oder schaut euch seinen Zweitkanal auf YouTube, AsFresserTV, an. Also die Einschränkung der Meinungsfreiheit auf YouTube, die nimmt immer bedenklichere Ausmaße an. Wir haben das bei der Sperrung von AntispiegelTV gesehen und jetzt haben wir hier einen weiteren Fall, wo einfach so der Account gesperrt werden soll. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Und ja, ich hoffe, dass Marcellus Wallace nicht gesperrt wird, beziehungsweise dass er Erfolg hat mit seinem Verfahren, das dann wieder rückgängig zu machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.